ganz. Ich will meinen aufgebraucht von Januar oder Jänner machen. Je nachdem, wie man das sehen will. Ich weiß. Ich habe jetzt gerade mal ein Video gedreht, was mal anders war. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Wer es auf Instagram gesehen hat, der weiß eh Bescheid. Also ich bin wieder Single. ja. Beziehung war das eigentlich eh keine richtige, die 3 Wochen, aber okay. Egal. Ja, also habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich muss das noch ein bisschen sacken lassen und verarbeiten. Und ich... Also eins habe ich auf jeden Fall gelernt, ich freue mich auf gar nichts mehr. Weil jedes Mal, wenn ich auf mich was freue oder wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich wohlfühle, dann passiert sowas. Oder ich bilde mir ein, ich fühle mich wohl, das kann auch sein. Ich weiß es nicht, fragt's mich nicht. Ich habe keine Ahnung, aber eins habe ich auf jeden Fall gelernt, ich werde mich auf nichts mehr freuen. Auch wenn es jetzt traurig klingt, aber es ist wirklich so. Besser man macht so, als... wird dann eh nur wieder enttäuscht und auf das habe ich keine Lust mehr. Und deswegen, ja, ich habe nämlich zum Valentinstag schon Blumen gekriegt von einem Fremden, den ich nicht kenne. Mit dem habe ich nur 2 Stunden telefoniert oder so, weil ich bin auf keinen Dating-Apps mehr, da habe ich mich jetzt überall gelöscht, also interessiert mich nicht mehr. deswegen bin ich auf so einer Freizeit-App. Und da kannst du, jetzt mit Corona natürlich nicht, aber man kann Leute treffen, wenn man will und mit ihnen Sport machen, wenn man einen Sportpartner sucht oder einen Tanzpartner, was ich eigentlich suche, weil ich wollte ja eh sowieso tanzen. In so Gruppen oder so wäre auch cool. Und mal gucken, was ich finde. Mal gucken. Und mit einem habe ich, also mit 2 habe ich telefoniert, mit einem über 2 Stunden. Und er hat gemeint, er will nicht, dass am Valentinstag ich keine Blumen bekomme und deswegen wollte er mir Blumen schenken. Die alte Shea hätte so, oh, wirklich, wie süß. Die neue, okay, wenn du willst. So funktioniert das zurzeit mit mir. Also richtig so, ich weiß nicht, fühle mich wie ein Eisblock oft. Aber vielleicht vergeht das wieder. Wenn nicht, ist mir auch egal. Sag ja, so geht es die ganze Zeit schon. Also es ist echt schlimm, wirklich schlimm. Aber vielleicht wird es ja noch, oder vielleicht nicht. Who cares? Fangen wir mit meinem Müll an. Ja, als erstes habe ich eine Mundspülung aufgebraucht. Das ist die Sensident Mundspülung. Ja, ich bin gerade ein bisschen noch raus. Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen zu erwähnen, aber ich glaube, ich habe alles erwähnt. Also, ich glaube, ich habe alles erwähnt, aber ich weiß nicht. Egal, ist ja nicht mehr so wichtig. Konzentrieren wir sich auf den Müll. Also, Mundspülung. Ich bin ja noch immer nicht sicher, ob ich jetzt die von Terra Naturi mag oder die. Bin ich mir nicht sicher. Ich mag die schon. Ich werde sie mir auch immer wieder nachkaufen, weil das ist ja von Müller die Eigenmarke. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt bei der bleibe oder ob ich doch bei der Terra Naturi bleibe. Jetzt habe ich wieder Schluck auf, geht mir noch am Arsch. Bin ich mir nicht sicher. Aber mal schauen. Jetzt habe ich ja noch ein Backup von der und ein Backup von der Terra Naturi. Und die Terra Naturi benutze ich auch jetzt gerade aktuell. Und mal schauen, wie ich die dann, also bei welcher ich dann bleibe. Das werden wir dann sehen. Ich will das ein bisschen abwechselnder machen. Da hast du schon. Ich habe ein Kajal aufgebraucht. Von L'Oreal war der. Jetzt muss ich wieder einem sagen. Der ist extrem rausgebrochen, würde ich jetzt mal sagen. Der war bei so einem Ding dabei, glaube ich, damals. Oder irgend sowas. Oder die haben die damals abzeichnet. Irgend sowas war das. Oder den habe ich zu Weihnachten gekriegt. Irgend sowas. Aber den gibt es nicht zu kaufen. Viele suchen ja so dicke Kajalstifte. Gibt es aber nicht mehr, was ich weiß. Ja, aber das ist ein ganz beliebiger schwarzer Kajal. Jeder, was der gemacht hat, kann jeder andere Kajal auch. Weil jetzt habe ich auch einen von Clinique und der macht auch das, was er soll. Also, ja. Eine Clinique-Probe habe ich leer. Wieder die, die ich schon mal in einem Aufgebraucht-Video gezeigt habe. Und ich weiß auch immer nicht, für welches das grüne ist. Also, da steht zwar Carmen Comfort, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Egal. Die Hydro-Jelly-Ding, also dieses Ding, was da außerhalb ist, das mag ich extrem gerne. Ich habe das ja schon öfter als Probe gehabt und ich finde das so gut und ich will das unbedingt haben. Aber ich habe noch so viel anderes Zeug, das ich aufbrauchen will. Deswegen, also so in der Variante mit einem Zusatz hätte ich das extrem gerne zum Probieren. Aber wie gesagt, ich habe noch so viele andere Sachen und so viele Proben, die ich mal aufbrauchen muss. Und ich habe auch vor, auszusortieren, also mal gucken. Mal gucken, ich habe wirklich viel. Ich habe wirklich viel Zeug. Mal schauen, ob ich mich von was drehen kann oder nicht. Schon wieder
Ein Badezusatz habe ich leer gemacht von Tetesep, den Happy Ginger Breadman. Und den finde ich so süß. Und der Duft war auch extrem gut. Hat halt sehr wintermäßig gerochen. Ich habe halt wirklich wenig Winterdüfte, fällt mir auf. Also Duschgel und so. Und allgemein habe ich extrem wenig Wintersachen. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Aber auch Duschpeeling oder so, das geht eher alles Richtung Sommer irgendwie. Ich weiß nicht. Und deswegen... Aber den fand ich gut und wenn der reduziert werden sollte, würde ich mir den auf jeden Fall kaufen. Dann hatte ich ja in so ein Set. Also die Tetesep gehen eigentlich immer, da braucht man gar nicht viel diskutieren drüber, oder? Eine Seife habe ich leer, das ist die Mediterran Feeling, glaube ich, heißt sie. Ja. Oh Gott. So, die ist Limited Edition. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Ich werde sie mir aber auch nicht mehr kaufen, weil jetzt haben die andere Sorten rausgebracht und die finde ich viel, 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 viel besser. Ja. Deswegen will ich mir jetzt die nicht mehr nachkaufen. Ich habe sie mir ja 2-3 Mal, glaube ich, jetzt gekauft, aber jetzt reicht's. Eine Tuchmaske habe ich auch leer gemacht und von der war ich ein bisschen enttäuscht von dem Duft, weil da so ein geiler Cupcake abgebildet war und da steht with chocolate and a cranberry? A sideberry? Keine Ahnung. Hier steht's, lest selber. Aber die war enttäuschend. Die war sehr, sehr enttäuschend. Die Verpackung war mega geil, also die Verpackung, brauchen wir gar nicht diskutieren drüber, ja. Aber die hat nicht so gut gerochen, wie sie eigentlich sollte. Also ich war von dem Duft extrem enttäuscht, weil ich habe mir gedacht, das riecht so nach Schokolade, nach Kuchen oder sonst irgendwas, aber nö. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Aber von der Wirkung her war sie gut. Also wenn ich sie sehen sollte, irgendwann einmal beim Tiki Max, weil ich glaube, das war, ja, das war beim Tiki Max, dann würde ich sie mir auf jeden Fall wieder kaufen, weil ich stehe auf diese Marke. Wie heißt die? Biobel heißt die Marke. Ganz aufregend, Wattepads habe ich auch wieder leer gemacht. Dann zeige ich euch gleich die anderen Wattepads auch. Die großen habe ich auch wieder leer gemacht. Die mache ich eh regelmäßig leer, so braucht man da gar nicht viel diskutieren. So wie die, nicht Cadea Vera, die Reinigungstücher von Action, die Kokos. Die finde ich aber nicht ganz so mehr. Jedes Mal, wenn ich mal beim Action bin, sehe ich die nie. Also ich weiß nicht. Und auch eine Kollegin hat schon extra für mich geschaut und die hat sie auch nicht gefunden. Sonst würde ich sie mir natürlich nachkaufen. Weil für einen Schminktisch reicht mir das. Jetzt benutze ich halt die Ananas auch für einen Schminktisch, weil ich noch so viele Ananas daheim habe. Aber mir sind die irgendwie lieber, weil ich da mir denke, okay, die war nicht so teuer. Aber okay, egal. Dann müssen halt die Ananas herhalten. Was ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen würde, aber es ist eh Limited Edition gewesen, glaube ich, wäre dieser Turban hier von Balea. Das war so ein, da war eine Maske auch drinnen in dem Turban und das musste man quasi so drauf geben. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und die war schrecklich. Also meine Haare waren so beschwert, die waren am selben Tag noch extrem fett. Ich habe dann noch ein Video gedreht. Man hat das im Video gesehen, es war echt widerlich. Ich meine, jetzt sind sie auch gerade nicht in Bestform, aber das ist, weil ich die Haarkur gestern verwendet. Ich habe gestern erst die Haare gewaschen und schon schauen sie so nach einem Tag aus. Also richtig, ich weiß nicht. Ich habe auch meine ganzen Haarkuren aussortiert. Also beziehungsweise die ganzen, die habe ich aussortiert. Die restlichen zwei, die habe ich in dem Video zeigen vergessen. Aber egal, ich sag's euch jetzt im Aufgebraucht-Video. Ist ja eh nicht so wichtig jetzt, oder? Da habe ich noch eine Kokos und eine andere, die habe ich aussortiert. Dann diese Haarcreme-Kur, die kleine Verpackung mit Banane und Melone habe ich auch aussortiert. Habe ich zwei, glaube ich, aufgebraucht und die anderen beiden habe ich aussortiert. Ja, und meine Conditioner, den ich von meiner Mama hatte, den habe ich aussortiert, weil das hat auch meine Haare extrem beschwert. Und den von diesem Pink Sugar Conditioner habe ich auch aussortiert. Also das kriegt alles die Lilly, weil das ist, geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Wirklich nicht. So, dann die Ampullen habe ich wieder leer gemacht. Die Awake Ampullen, beziehungsweise dann Blödsinn. Das sind die von Bieber. Die Awake und die Glow habe ich aufgebraucht. So. Ich weiß gar nicht mehr den Preis, wie viel die kostet hat. Aber ich komme nie zum Bieber. Das war eher ein Impulskauf. Also ich würde mir, wenn, dann eher die von Müller kaufen, die ich jetzt gerade da drin nicht sehe. Oh ja. Wenn, dann würde ich mir, ach Gott, würde ich mir eher die da kaufen. Die liebe ich. Das ist die Ingwer-Shot. Also das war so ein richtiger Muntermacher in der Früh. Die war richtig gut. Er hat auch sehr schnell, ist sehr, sehr schnell einzogen. Die auch. Die fand ich auch gut von Effekt her und so, aber ich komme nie zum Bieber, also würde ich mir eher die von Cadea Vera natürlich nachkaufen, weil ich mag die so, so gerne. Ich liebe die. Also die sind wirklich gut. Und die war, nicht nur die Verpackung ist mega schön, leider ist sie limitiert, aber die ist extrem, extrem gut. Also ich liebe die. Kaufe ich mir auf jeden Fall nach. Da haben wir es wieder. Anti-Pickle-Patches habe ich leer gemacht von der Eigenmarke von Müller.
Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil ich habe bald wieder eine Packung leer, weil ich in letzter Zeit so unreine Haut gehabt habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mir bringen was oder nicht. Also ich habe dann das Gefühl, dass sie sich entzünden, wenn ich das dann drauf habe. Aber ich probiere es halt nochmal weiter. Zweimal die Nose Wraps habe ich aufgebraucht. Die schwarzen mag ich ja sehr, sehr gerne von Biore, aber die rosa, nein, das waren diese mit diesem Zebra-Look, die finde ich irgendwie kacke. Wenn, dann mag ich nur die schwarzen. Ein Badezusatz habe ich auch noch aufgebraucht, den Kaminknistern. Der war ja leider limitiert, glaube ich. Also den gibt es zumindest nicht mehr, aber ich fand ihn gut. Ich fand ihn sehr gut. Also ich sehe auch gerade, der wäre heuer auch im Juni abgelaufen. Also gut, dass ich ihn aufgebraucht habe. Eine Maske habe ich auch leer, die Mandeldraummaske von Schebens. Fand ich gut, aber die gibt es ja leider nicht mehr. Deswegen kann ich nicht mehr wirklich viel darüber sagen, weil das meiste, was ich halt verwende, ist leider immer limitiert. Also das ist das Blöde dran. Das ist das sehr Blöde dran. Aber die waren echt gut. Ich habe aber noch ein paar Backups. Dann habe ich ein Serum leer, eine Probe von einer koreanischen Marke, habe ich von der Vivi bekommen. Hat mich jetzt nicht so umgehaut, dass ich es nachkaufen will. Das war nur eine Anwendung. Ich habe jetzt nicht so den Effekt irgendwie gemerkt. Das ist das Blöde bei solchen Einmalanwendungen irgendwie. Selbe wie bei der da. Die fand ich gut. Aber das hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Weiß nicht. Also von einmal verwenden, finde ich, kann man da nicht wirklich viel sagen bei manchen Sachen. Aber die hier fand ich gut. Nur würde ich sie mir nicht kaufen, weil ich bin nicht so der Klinik-Fan. Also diese, wenn ich zwischen der und den ID-Ding da switchen müsste, also entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall dieses ID-Ding zuerst probieren, bevor ich die probieren, weil die habe ich eh schon öfter mal gehabt. In so einem kleinen und auf urviele Proben schon und ich finde sie okay, aber sie haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, dass ich sie mir jetzt unbedingt nachkaufen würde. Wenn Feuchtigkeitspflege, dann mag ich das Gel von Biotherm am liebsten. Das habe ich auch irgendwo da als Probe aufgebraucht. Ich glaube, das ist egal. Ja, das ist hier. Das mag ich extrem gern. Ich mag das Gefühl auf der Haut, wenn ich das oben habe. Ich habe halt immer das Gefühl, dass es mir zu wenig ist. Das habe ich auch vor kurzem mit meiner Arbeitskollegin geredet. Sie hat aber gemeint, dass ich vielleicht schon zu viel mache, dass meine Haut einfach das zu wenig ist und dass ich mal runterschrauben soll und weniger verwenden soll, was ich gerade aktuell versuche. Also, ich weiß es nicht. Aber ich finde die wirklich nicht schlecht. Ich habe halt noch den Vorgänger in Verwendung vom Adventkalender in klein, also in so einer Reisegröße, weil die sehen jetzt nämlich grün aus und die Creme ist auch relativ grünlich und früher waren die Verpackungen anders und die Creme war eher blau und die habe ich jetzt gerade in Verwendung, den Vorgänger noch. Aber sie haben eigentlich nur das verändert. Verpackung und eben die Pflege. So ist gleich geblieben, aber die Verpackung und so haben sie halt verändert. Aber ich finde die echt gut. Wirklich gut. Ich habe jetzt da die probiert und den Vorgänger und ich finde beide gleich gut. Also hat sich nicht wirklich viel verändert. Weil sie eben auch eine gute Make-up-Unterlage ist. Muss ich auch dazu sagen. Also fürs Make-up ist, also wenn man danach sich schminkt, ich meine, schminken ist eh relativ, aber die ist wirklich nicht schlecht. Ich mag die extrem gern. Dann habe ich eine Probe von einem Konzentrat aufgebraucht. Das ist ein bisschen eine feste Konsistenz. Ich habe euch das schon öfter, glaube ich, in einem aufgebrauchten Video gezeigt. Hier ist es. Ich mag das. Ich mag das wirklich. Aber ich habe halt so viel Zeug, dass ich mir das nicht nachkaufen würde. Wenn ich nicht so viel hätte, würde ich das überlegen, ob ich es mir nachkaufen würde. Aber ich habe so viel, deswegen nein. Augenpads habe ich, glaube ich, nur die in dem Monat aufgebraucht. Da war ich relativ faul. Die, ich werde die Marke nicht aussprechen, aber die sind echt gut. Das war die lilane Variante. Ich hoffe, man sieht die Farbe gut in der Kamera. Das war die lilane Variante. Und ich mag alle von denen. Ich mag wirklich alle von denen. Das Problem ist nur bei mir, bei Müller sind die immer ausverkauft. Ich meine, ich habe eh genug Backups, aber die sind immer ausverkauft bei uns bei Müller. Ich kann es verstehen, aber ich finde das echt heftig. Dann habe ich eine Maske leer gemacht von Cadea Vera wieder. Das ist die Verwöhnmoment Cremeölmaske. Ich muss sagen, die riecht für mich eher nach Sommer. Die hat für mich nicht in den Winter reinpasst. Also ich finde, die Verpackung ist auch relativ sommerlastig, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, ich habe jetzt, glaube ich, noch ein Backup, wenn ich mich nicht irre. Und die hebe ich mir dann für den Sommer auf. Aber ich fand sie gut. Nur leider gibt es das wieder nicht mehr. Das ist ja das Problem. Ich mag das Gefühl nach denen. Ich finde das dann, wenn ich so eine Maske von Cadea Vera verwende, habe ich dann nicht so das Gefühl, dass meine Haut nicht genug Pflege kriegt, so wie es jetzt aktuell ist. Weil ich ja wenig Masken in letzter Zeit mache, muss ich mal in Ohr treten. Oh, ich habe die nochmal leer gemacht. Hier, die habe ich nochmal aufgebraucht. Na bitte. Aber ich finde sie trotzdem nicht so gut, wie sie... Also, die eine Kollegin ist begeistert von der. Ich finde sie okay, aber mich haut es jetzt nicht um. Ich mag Biotherm halt einfach lieber. Das liegt, glaube ich, einfach an der Marke. Die Terra Naturi 2-in-1 Kaffee, Peeling und Maske habe ich auch aufgebraucht. Mag ich ja auch. Jetzt gibt es aktuell eine neue Limited Edition, habe ich mir aber noch nicht gekauft. Werde ich mir aber vielleicht eine kaufen. Vielleicht, mal schauen. Wenn ich nicht einfach warte, bis sie limitiert ist. Obwohl ich ja nicht jede gut finde. Vielleicht kaufe ich mir eine, damit ich es mal probieren kann. Aber die Kaffee...
Die ist echt gut. Da habe ich auch noch ein paar Backups. Gott sei Dank, weil die gibt es ja nicht mehr. Zwei Duftproben habe ich leer. Einmal die Versace Bright Crystal. Mag ich nicht. Also, ihr seht ja, was da drinnen ist von der Zusammensetzung. Ich mag es nicht. Also, mir hat es einfach nicht passt. Das ist mir zu girly gewesen. Das ist so, ich bin cute und 16 und habe noch kein Problem mit meinem Leben. Die können das von mir aus tragen. Aber für mich war das irgendwie nichts. Also das, nein. Also das, nein. Also für mich war das wirklich nichts. Ich habe auch eine Freundin von mir benutzt das auch. Der habe ich das erklärt, dass ich den nicht mag. Und sie gesagt, wieso? Ich liebe den. Ich habe den mal gekriegt zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Warum magst du den nicht? Ich weiß nicht. Also er haut mich nicht um. Das ist eher so, finde ich, für so Girlies, die noch Lipgloss tragen und noch keine Sorgen von irgendwas haben, die zu denen passt. So stelle ich mir das vor. Also die, was das tragen könnten. Ich bin einfach so alt für die Scheiße. Was war so? Ich habe von Coach, glaube ich, heißt die Marke, eine Probe mal bekommen in diesem Müller-Online-Shop. Wer den Haul gesehen hat, wird das noch wissen. Ich war so neugierig, wie der riecht, dass ich die gleich aufgebraucht habe. So sieht die aus. Sie war gut, aber ein bisschen sehr maskulin, finde ich. An mir jetzt nicht, aber in der Probe rieche ich das halt so. Hat mich jetzt auch nicht umgehaut. Also ich kenne die Coach-Düfte nicht ganz. Ich glaube Coach, keine Ahnung, ob ich es überhaupt richtig ausspreche. Aber war jetzt nicht so mein Fall. War jetzt nicht so mein Fall. Ich finde, die Proben helfen schon. Also man merkt schon, ob man einen Duft wieder in einen Duft sich verliebt oder nicht. Und bei dem, er war gut, aber jetzt halt hat mich nicht so umgehaut. Er war ja auch pudrig und blumig. Also sehr, sehr eher pudriger als blumiger. Da war der Bright Crystal eher blumiger. Und ich bin ja nicht so der blumige Duftliebhaber, sage ich jetzt mal. Duschgel habe ich auch ein paar leer gemacht. Also einmal die In-Dusch Body Lotion von Nivea. Die habe ich mir auch wieder nachgekauft, weil ich habe gemerkt, seit ich sie nicht mehr verwende, juckt meine Haut extrem. Also bin ich froh, dass ich sie wieder habe. Dann mein lila Reis-Duschgel habe ich wieder leer gemacht, was ich ja auch extrem gerne mag, aber ja, kann man ja leider nicht mehr nachkaufen. Aber ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch Backups jetzt davon habe. Aber es ist eh besser, wenn mal was leer wird, weil ich muss aufbrauchen, Kinder, ich muss aufbrauchen. Dieses Duschgel habe ich auch aufgebraucht, das ist von Dermacol, das Aroma Ritual Macadamia und Trüffel. So sieht das aus. Und ich habe es geliebt. Ich habe es so geliebt. Es hat so gut gerochen. Ich habe mich so verliebt in diesen Duft. Das riecht wie Karamellzuckerl oder so. Also richtig, richtig geil. Und die Bibi war so lieb und hat es mir mitbestellt, weil sie vor kurzem, sie hat mich gefragt, ob ich das unbedingt wieder haben will. Weil ich ihr das geschickt habe, dass ich es leer gemacht habe. Weil wir schicken sich das jetzt auch in letzter Zeit, was wir aufbrauchen. Schicken wir sich bei WhatsApp. Und habe ich ihr gesagt, dass ich das echt schade finde, dass das leer geworden ist, weil ich das echt gut fand und sie hat es mir bestellt. Urlieb. Und ich freue mich schon drauf, weil ich liebe dieses Duschgel. Ein Rasiergel habe ich leer von Balea, das Sense of Magic. War gut, habe ich mir sogar nachgekauft. Ich habe mir nämlich ein Bild, ich habe es noch, habe es aber dann gesucht, habe es aber aufgebraucht gehabt. Ich habe mir nämlich das nur einmal gekauft. Ich habe es mir, glaube ich, aber jetzt zweimal nachgekauft, werdet ihr dann im Haul-Video sehen. Aber ich finde das echt gut. Also das passt, finde ich, zum Winter. Das ist so richtig ein Winterduft. Ich weiß nicht, was ich in letzter Zeit mit meinen Winterdüften habe. Alle kaufen schon die Frühlingsparfums und Frühlingsduschgel, aber ich bin voll noch im Winter drin. Also, okay. In Ordnung. Ja, zu dem muss ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, oder? Das ist mein absolutes Lieblingstrockenshampoo. Das gibt es aber nicht mehr. Ja, das, ich mag es einfach. Das ist das Einzige, was bei mir kein Grauschleier hinterlässt. Was nicht die Haare so stumpf wirken lässt. Obwohl in letzter Zeit weiß ich nicht, was mit meinen Haaren los ist. Also, I don't know. Aber das finde ich am allerbesten. Und ich bin schon so am Suchen, jedes Mal, wenn ich beim DM bin oder wenn ich Zeit habe, beim Müller und ich habe den Einkaufen, schaue ich auch immer nach, ob ich einen Ersatz finden würde. Oder wenn ich vorziehe, gucke ich mir dann auch immer die Trockenshampoos an. Aber ich weiß nicht. Ich mag das am allerliebsten. Das war das mit diesem Matruschkos drauf. Aber das gibt es nicht mehr. Dann habe ich eine Ampulle noch von Cadea Vera, die Glow, die gibt es ja leider nicht mehr. Ich habe aber viele Backups daheim. Ich habe meine Backups übrigens gefunden. Ich glaube, im letzten aufgebrauchten Video habe ich gesagt, dass ich sie nicht finde. Ich habe sie gefunden, die waren da in Kassen drin. Ich habe echt Alzheimer. Aber die ist echt gut auch gewesen. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Gibt es aber halt leider nicht mehr. Aber ich finde die alle von Cadea Vera gut. Wirklich alle. Die Limited Editions finde ich, das macht noch so mehr den geileren Effekt. Aber es gibt auch diese Hyaluron, glaube ich, diese blaue, die ist urgut. Oder diese
Sofort-Effekt ist urgeil, wenn man sich schminken will danach. Also schaut euch mal die Cadavera-Ampullen an. Wirklich, die sind echt gut. Also ich mag alle. Also außer die für 50 plus, die verwende ich jetzt natürlich nicht, aber die anderen sind echt gut, die anderen beiden. Eine Tuchmaske habe ich leer gemacht von Tony Moly. Und ich liebe ja die Marke. Ich finde die Verpackung auch so extrem süß. Das war die Avocado und die war echt gut. Ich liebe alle von Tony Moly. Ich finde, die kann man auch extrem lange auf dem Gesicht lassen, bis das Tuch wirklich trocken wird. Weil die von Balea, da habe ich das Gefühl, das sind die weniger gedrängt als diese koreanischen. Habe ich wirklich das Gefühl. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt eine koreanische ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Blödsinn. Aber die koreanischen Masken und die Tony Moly Masken, finde ich, sind mehr mit dieser Flüssigkeit gedrängt. Und deswegen spenden die mir mehr Feuchtigkeit. Die Balea, die sind irgendwie weniger. Aber vielleicht liegt es auch an meiner Haut. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich mag diese koreanischen und die Tony Moly am allerliebsten. Zwei Zahnpflegeprodukte habe ich leer gemacht. Einmal die Terra Naturi Karies Schutz, diese 5 in 1. Die kennt ihr ja eh auswendig. Kaufe ich mir auch immer wieder nach. So wie die mag ich auch. Das ist diese Shine On von Pearlwise. Und die mag ich auch sehr, sehr gern. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr verwendet, fällt mir gerade auf. Aber die mag ich auch. Und die gibt es aber leider nicht mehr. Und ich habe zum Glück noch urviele Backups, weil die mag ich sehr, sehr gern. Ich muss mal wieder zum Biber, glaube ich. Ich muss wirklich mal wieder zum Biber, weil dann könnte ich mir noch welche kaufen. Und mal so stöbern, was der Biber alles hat. Echt crazy, was ich am Proben leer gemacht habe. Noch einmal eine Clinique-Creme. Dazu werde ich aber nicht viel sagen. Sie war okay, aber die gibt es nicht mehr. Also brauche ich euch gar nichts mehr dazu sagen, weil die könnt ihr euch eh nicht nachkaufen. Gibt es nicht mehr auf dem Markt. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt nichts dazu sage. Sie war okay, aber mehr kann ich euch nicht sagen, weil die gibt es eh nicht mehr. Bringt euch nichts, wenn ich euch sage, dass sie geil war, oder? Sie war okay. Sie hat mich jetzt eh nicht vom Hocker gehauen. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass sie aus dem Sortiment gegangen ist, aber ich finde es halt schade. Von Dr. Belmöhr habe ich eine Feuchtigkeitspflege aufgebraucht. War okay, hat mich aber jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, ehrlich gesagt. Es war auch nur einmal eine Anwendung, also kann ich auch nicht wirklich viel dazu sagen. Diese Ampullen finde ich gar nicht schlecht. Von dieser Marke. Das sind so eine koreanische Marke, ist das auch. Aber ja, ich bleibe bei meiner Cadavera. Eindeutig. Dann habe ich noch eine Biotherm Blue Therapy Uplift Day leer gemacht. Das ist diese Red Alge, glaube ich, heißt die. Sieht man jetzt gar nicht, aber das ist die Red Alge. Ich weiß nicht. Ich bilde mir ja ein, dass die Feuchtigkeitspflege mir zu wenig ist. Bilde ich mir ein. Manu meint nein, ich sage aber ja. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht die verwenden soll. Obwohl die ja eigentlich gegen Fältchen und so ist, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, sie war aber gut. Die war wirklich gut. War reichhaltig genug für meinen Hauttyp. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir auch ein. Kann es euch nicht sagen. Sie meint, ich soll mal weniger verwenden, aber ich bin mir nicht sicher. Dann habe ich die hier aufgebraucht, die habe ich aber nur fürs Dekolleté verwendet, die mag ich überhaupt nicht. Ich würde mir auch keine Lifoché-Gesichtspflegeartikel mehr kaufen. Die Reinigungsmilch vielleicht, da bin ich auch schon mal überlegen, ob ich vielleicht wechsle, bin ich mir auch noch nicht sicher. Aber den Rest alles nicht mehr. Auch keine Düfte mehr. Ich bin so richtig weg davon, weil ich eher so diese Parfümerie-Artikel mag, als diese Pflanzen-Kosmetik-Sachen, sage ich jetzt einmal. Ja. Da sieht man, wie sich das ändert, oder? Echt arg. Noch eine Ampulle habe ich leer gemacht. Das ist diese Glow Booster von dieser B-Routine-Marke. Finde ich gut, aber mir ist sie zu teuer. Also da bleibe ich lieber bei meiner Cadavera. Ich finde sie gut. Wenn sie mal in Aktion sein sollten, würde ich sie mir kaufen. Aber 1,49 für so eine Ampulle finde ich einfach zu viel. Und die von Cadavera kosten unter 1 Euro. Also was muss man da noch mehr sagen, oder? Eine Bodylotion habe ich Gott sei Dank aufgebraucht. Das ist die von Mavi von Boss. Das hat ewig gebraucht. Ewig. Ich habe gekämpft mit dieser Bodylotion. Aber ich habe sie leer. Den Duft mag ich leider gar nicht. Das ist ja wieder so ein blumiger Duft, was wieder nicht in meine Richtung geht. Aber ja, bin froh, dass es leer ist. Bin wirklich froh, dass es leer ist. Ich weiß, da ist noch was drin. Aber ich will das nicht aufbrauchen. Ich finde das einfach grässlich, dieses Produkt. Ich habe aber das obere leer gemacht. Das war ein braunes Augenbrauengel. Fand ich auch überhaupt nicht gut. Das war von Love. Brow Affair hat das geheißen. Gibt es nicht mehr. Love wurde ja komplett aufgelassen. Deswegen, ich traue dem jetzt nicht hinterher. Also finde ich, ist das vollkommen okay. Das Öl finde ich mega schrecklich. Also ich weiß nicht, was ich
was man damit machen soll. Aber ja, ich traue Love jetzt ehrlich gesagt nicht hinterher. Eine Isadora-Mascara habe ich auch leer gemacht. Diese Precision-Mascara mit so einem Gummibürstchen. Die hatte ich früher schon mal. Ich zeige euch mal die Gummibürste. Die hatte ich früher schon mal und ich fand die gut. Aber die ist sehr schnell austrocknet gewesen, weil da halt nicht wirklich viel drinnen ist. Aber ich fand sie gut. Nur ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sofort renne und sie kaufe. Das nicht. Da habe ich jetzt eine andere, die ich gut finde. Aber sie war okay. Gesichtsprodukte, also Gesichtspflegeprodukte habe ich auch noch aufgebraucht. Auch eine kleine Probe, die zeige ich euch auch gleich. Dann sind wir eh bald durch, sehe ich gerade. Gott sei Dank. Das ging ja relativ zackig. Einmal das Gesichtswasser von Biotherm habe ich leer gemacht. Ich liebe dieses Gesichtswasser. Ich habe nur Angst, dass sie es mir aus dem Sortiment nehmen. Da habe ich wirklich Angst davor. Weil selbst wenn ich es verkaufe, das Produkt hilft das nicht davor, dass es nicht rausgeht, leider. Aber dieses Skin Oxygen von Biotherm, die mag ich sehr, sehr gern, die Reihe. Und da habe ich die Gesichtspflege habe ich so noch nie probiert, aber eben das Gesichtswasser mag ich sehr, sehr gerne. Weil das eben so aufweckt. Also ich finde, das hat so einen frischen Effekt danach, wenn ich das verwende. Und das ist daran, also das liebe ich an dem. Und das habe ich auch urvielen empfohlen. Und ein paar kaufen es auch nach. Also jetzt nicht so viele, aber ein paar kaufen es auch nach. Ein Backup habe ich jetzt noch von dem. Und ich habe aber noch so viele Reisegrößen von Schulungen was. Und was ich mir so gekauft habe auch. Oder vom Adventkalender. Deswegen, eines habe ich noch im Backup, das hebe ich mir noch auf. Zuerst benutze ich meine ganzen kleinen Sachen und dann hoffe ich, dass das bis dahin noch nicht aus dem Sortiment gegangen ist. Weil das würde ich mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Weil ich liebe es, diesen frischen Effekt in der Früh zu haben. Weil ich habe das meistens nur morgens verwendet und ich liebe das. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ein paar Proben haben wir noch, dann haben wir es geschafft. Also, ich habe von Clarins sehr viele Proben verwendet, weil ich ein paar Sachen probieren wollte. Die zwei Sachen gingen leider aus dem Sortiment. Das war einmal der Wake-Up Booster, zweimal der Wake-Up Booster, sorry. Das war ein Gesichtswasser. Ich bin ja auf der Suche nach einem, nicht ganz auf der Suche, nicht falsch verstehen, aber ich habe halt Angst, dass das Biotherm rausgeht und ich hätte halt gerne einen Ersatz. Das ist sowieso unnötig zum Erwähnen. Ich fand es gut. Es hat jetzt nicht diesen, durch das, dass der Wake-Up-Booster drauf stand, habe ich halt die Hoffnung gehabt, dass es, so hat das ausgeschaut. Die haben nämlich die Verpackung einmal verändert. So hat es als letzter ausgesehen. Und davor hat es so ausgeschaut. Ich fand das irgendwie witzig. So. Cool, oder? Ich finde das voll lustig. Ich kann sogar solche Kleinigkeiten bringen mich zum Lachen in letzter Zeit. Ja, ich fand es gut. Aber es kann man leider nicht mehr nachkaufen, was ich extrem schade finde. Was ich wirklich schade finde. Aber ich bin gespannt, wie die anderen Gesichtswasser von Clarins sind. Ich hatte bis jetzt noch nie eines, außer jetzt diesen Wake-Up Booster. Dann habe ich noch einen Micellenwasser in so einer Reisegröße und ein normales Gesichtswasser habe ich. Aber mal schauen. Ich gucke mich noch um und ich habe eh noch so viele andere Sachen, die ich leer machen muss. Eine Maske habe ich auch leer gemacht von Clarins. Die habe ich sogar aufgeschnitten, glaube ich. Ja, die habe ich sogar aufgeschnitten, da war ich brav. Das ist diese Pure Reinigungs... Na, Blödsinn. Nochmal von vorne. Das ist die SOS Pure Maske. Und ich liebe die. Ich drehe die auch allen Kolleginnen an. Ich liebe die. Also die hat mir jetzt ein bisschen geholfen, dass ich meine Haut wieder so ein bisschen in die Normalität zurückbringe, sage ich jetzt mal. Finde ich wirklich gut. Ich habe mir auch das Peeling nehmen dürfen. Da habe ich extra gefragt, meine Filialleitung, ob ich es haben darf, weil ich das unbedingt probieren wollte, weil ich halt extrem unreine Haut in letzter Zeit habe. Keine Ahnung wieso, aber in letzter Zeit war das... Also es war wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Also es ist schon besser, glaube ich. Ja, es ist auf jeden Fall schon besser geworden, aber... Gott, Jesus Christ, war das schlimm. Ich habe noch eine, habe ich jetzt noch im Badezimmer stehen von der und ich finde die so gut. Und hätte ich nicht so viele Masken, würde ich mir die auch nachkaufen. Ich habe aber wirklich viel zu viel und muss aufbrauchen. Ich werde sie mir aber auf jeden Fall nachkaufen. Wenn ich weniger Masken habe, werde ich sie mir nachkaufen. So, und dann habe ich hier eine Probe leer gemacht noch von Zadig und Voltaire. Da sind beide Düfte drauf, weil das war, die haben wir damals wieder Duft neu rausgekommen ist, Wortkotze, haben wir damals beide bekommen als Probe. Und ich hatte die Herren auch, die habe ich aber einen Damm... Wen habe ich ihn gegeben? Oh, mir ist gerade eingefallen, wenn ich die gegeben habe.
Das war noch meine Lover-Zeit. Den habe ich gegeben. Der sich auch nicht mehr meldet. Das ist echt wurscht. Ja, den habe ich immer so ein paar Proben geschenkt, weil ich gewusst habe, er mag Düfte. Und deswegen habe ich den, die war nämlich relativ groß, die Probe. Also die Herren war genauso. Ich habe das irgendwann einmal auf Instagram postet, aber es ist schon ewig her. Und er ist, wie soll ich den beschreiben? Er ist sehr, sehr ins Pudrige, extrem ins Pudrige und er steht mir einfach nicht. Eine Kollegin sprüht den ja immer und das ist, ihr kennt mich jetzt, glaube ich, schon mittlerweile. Wenn ich, jedes Mal, wenn ich den Duft gesprüht habe, habe ich an sie denken müssen. Und das ist nicht meins. Ist nicht meins. Er ist gut, aber nicht für mich. Ich fand die Probe cool, weil da waren 4 Milliliter drinnen. Also die Probe war echt cool. Die ist richtig groß, wie ihr sehen könnt. Also, das finde ich cool. Aber da waren nämlich 2 Kammern drin, seht ihr das? Und da war die Herren damals drinnen. Ja, sie ist nicht schlecht, aber... Also der Duft ist nicht schlecht, damit ich die Wortkürzer richtig rausbringe. Wenn ihr da jetzt eine normale Probe seht, so schauen ja die normalen Probengrößen aus. Also es ist schon cool gewesen, die zum Probieren, aber er passt nicht zu mir. Er passt wirklich nicht zu mir. Generell, also ich habe gar nicht gesagt, welche Marke das ist. Sorry, Zadig und Voltaire heißt die Marke. Das ist so eine Modelinie. Nee, Kinder, nee. Irgendwie ist das Gefühl, in der Kamera kommt mein Lippenstift so fleckig rüber. Seht ihr das? Aber ich finde die nicht so gut. Ich hätte fast etwas vergessen. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Lippenstift auftragen, weil das ist die Probe von Charlotte Tilbury und ich will die leer machen und deswegen, ja, mal gucken, ob ich sie leer kriege heute. Ich habe noch die Essence leer gemacht von Misha, die habe ich ja von der Vivi bekommen. Ich fand sie nicht schlecht. Ich fand sie wirklich nicht schlecht. Die hat ewig gehalten. Also ich habe die extrem, extrem lange verwendet. Und die war noch relativ voll. Ich glaube, die war nur ein bisschen verwendet von der Vivi und die hat mir die volle eigentlich geschenkt. Also die war nicht schlecht. Ich habe eigentlich bis jetzt noch keine von diesen Essenzen gefunden, die ich schlecht finde. Aber ich mag die Biotherm einfach lieber. Weiß nicht wieso. Jetzt die Ahava, die ich jetzt habe, die finde ich auch gut. Aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Aber die fand ich auch gut. Ich kann mich zwischen den dreien irgendwie nicht ganz entscheiden. 2 habe ich noch, dann haben wir es geschafft. Ich habe einmal aufgebraucht diese Veleda 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Ich mochte die überhaupt nicht. Ich habe die auch, glaube ich, aufgeschnitten, oder? Ah, nein, Blödsinn. Ich habe die so richtig ausgequetscht. So sieht die aus. Ich bin nicht so der Naturkosmetik-Fan. Man sieht die überhaupt nicht jetzt. Ich bin nicht so der Naturkosmetik-Fan. Müsst ihr jetzt schon mittlerweile wissen. Wir haben die von der Arbeit geschenkt bekommen. Das ist diese neue Serie mit dieser Kaktus-Dingsbums. Die ist auch eigentlich für trockene Haut. Normal bis trockene Haut, aber... Die Verpackung ist ja niedlich, aber ich mochte den Duft überhaupt nicht. Der Duft war mega schrecklich, ich hasse es. War überhaupt nicht meins. Also würde ich mir nie im Leben nachkaufen. Der Duft ist mega ätzend. Als Make-up-Unterlage war sie gut. Für die, die Naturkosmetik mögen und mit dem Duft klarkommen, können sie gerne nachkaufen. Ich werde es nicht tun. Ich fand die widerlich. Ich fand die wirklich widerlich. Eine letzte Duftprobe habe ich noch, dann haben wir es geschafft. Ich habe vom La Vie Belle von Lancôme den Duft aufgebraucht als Probe. Ich muss sagen, ich mag ihn nicht mehr. Das ist ja der ganz klassische La Vie Belle, der allererste, der rauskommen ist. Ich mag den überhaupt nicht mehr. Ich habe aber noch die 100 Milliliter von denen. Das weiß ich noch, dass ich die noch habe. Und ich sollte die vielleicht mal aufbrauchen. Für die Arbeit vielleicht verwenden einfach. Weil ich finde den nicht mehr so gut wie früher. Ich war am Anfang so begeistert von dem. Ich glaube, weil den jeder hat... Mag ich ihn nicht mehr. Also an mir finde ich ihn jetzt... Früher mochte ich den urgern, ich habe den ja auch einmal aufgebraucht gehabt. Ich habe ihn mir damals sogar gekauft, was ich weiß. Ich glaube, da habe ich ihn mir sogar damals online bestellt mit einem Duschgel oder so. Auf Douglas.at oder sowas. Und war extrem verliebt. Das war meine Anfangszeit, wo ich eben in einer Parfümerie angefangen habe. Und jetzt da... Ja, da muss man auch zugeben, wo ich neu war, habe ich eher so die Sachen... gezeigt bekommen und habe mir gedacht, okay, das gefällt mir. Aber nur weil, also so was zum Beispiel mit dem, weil gesagt haben, die haben mir halt am Anfang erklärt, den gibt es halt schon länger und den kaufen sehr viele und deswegen fand ich den damals nicht schlecht. Ich habe mir gedacht, ja, der ist wirklich nicht schlecht und habe mir den sogar damals gekauft. Wo es noch gleich blieben ist, ist auf jeden Fall Armani C, die liebe ich trotzdem noch, habe ich ja auch mir nachgekauft, habe sie in einem Video gesehen. Oder Roberto Cavalli, diesen goldenen, den liebe ich auch noch immer, aber den mag ich nicht mehr. Den mag ich wirklich nicht mehr. Was mich sehr wundert. Was mich wirklich wundert. Aber
Da gibt es andere von La Vie Belle, die ich besser finde. Also den klassischen, sage ich jetzt mal, den finde ich okay, aber hat halt jeder und deswegen mag ich ihn nicht. Ihr kennt mich jetzt schon langsam, aber sowas, was jeder hat, das mag ich einfach nicht. Und bei dem ist es halt auch das Problem. Er ist gut, aber weil ihn jeder hat, habe ich das Gefühl gehabt, wie ich ihn aufgesprüht habe vor kurzem so, ja, ist jetzt nicht so besonders mehr, aber ich weiß nicht. Ich mag die anderen lieber. Es gibt ja einen, das war... Vom Eclat, das Ole Toilette, das wurde aufgelassen. Ich könnte kotzen im Strahl, den habe ich aber noch zu Hause. Und ich habe auch den Desta in der Arbeit bekommen. Ich habe nämlich gefragt, ob ich den haben darf, weil der ist aus dem Sortiment gegangen. Ja, da finde ich es echt traurig, dass der rausgegangen ist. Weil gerade die, die ich mag, die nehmen sie dann aus dem Sortiment. Das war nicht der erste La Vie Belle, den ich mochte, der aus dem Sortiment gegangen ist. Also das Ole Toilette fand ich nämlich auch gut und das gibt es auch nicht mehr. Aber was soll ich euch sagen? La Vie Belle ist zwar gut, aber die anderen Varianten mag ich ein bisschen mehr. Außer der Eclat oder Parfum, der passt mir nicht. Der passt überhaupt nicht zu mir. Der passt wirklich überhaupt nicht zu mir. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lang gelabert, aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Es ist relativ wenig, finde ich, aber es wird. Februar ist auch ein bisschen lau, aber das wird schon. Das wird schon werden. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, bye!